Das neue Tübinger Stadtviertel Alte Weberei auf dem Gelände der ehemaligen Frottierweberei Egeria ist vom Land ausgezeichnet worden. Es erhielt den sogenannten Flächenrecyclingpreis. Dieser würdigt die Umgestaltung einer problematischen Industriebrache in ein attraktives Stadtquartier. 2003 hatte die Egeria ihren Betrieb eingestellt. 2008 hatte die städtische Grundstücksentwicklungsgesellschaft WIT das rund 4,5 Hektar große Gelände erworben. 2011 starteten die Erschließungsarbeiten. 2014 wurde die Mehrheit der neu entstandenen Häuser bezogen. Das Fabrikhauptgebäude wurde dabei erhalten. Insgesamt entstand Wohnraum für rund 700 Menschen. Tübingen ist damit bereits zum zweiten Mal mit diesem Preis ausgezeichnet worden. 2006 erhielt die Neckarstadt die Auszeichnung für das neu gestaltete französische Viertel.